herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, wir werden heute mal wieder ein Baubattle veranstalten, aber kein normales, denn wir werden das Gebaute von dem jeweils anderen einfach upgraden. Das bedeutet, wir haben insgesamt am Anfang 5 Minuten Zeit, eine Base zu bauen. Die kann jetzt eigentlich ganz normal aussehen, du musst sie nicht extra schlecht machen. Du könntest sie auch extra schlecht machen, aber ich hoffe, dass deine Base nicht das hier wird. Auf jeden Fall haben wir 5 Minuten Zeit, eine Base zu bauen. Nach 5 Minuten wird sozusagen die Base vom Epic an mich weitergegeben und ich habe dann 10 Minuten Zeit, diese Base abzucraden. Und der Epic hat natürlich auch 10 Minuten Zeit, meine Base abzucraden und ich bin sehr gespannt, was am Ende dann rauskommen wird. Die Base kann ein Haus sein, etwas, ein Sicherheitsbunker. Du weißt ja gar nicht, in welcher Intention ich daran gehe. Deswegen, ich bin sehr gespannt und gehe mal ganz kurz noch einen 5-Minuten-Timer einstellen, dass wir auch beide hören, wann die Zeit rum ist und dann können wir auch schon gleich beginnen. Mach dir schon mal Gedanken, was du bauen möchtest, oder hast du noch Fragen? Ich habe eine sehr gute Idee. Achso. Es ist ja eigentlich das Beste, seine Base erstmal so schlecht wie möglich zu bauen, dass ja. es für dich so schwer wie möglich ist, diese zu upgraden. Das stimmt natürlich. Dass es am Ende natürlich nicht allzu gut hoffentlich aussieht. Das stimmt. Deswegen habe ich schon eine sehr gute Idee, wie ich starten werde. Ja, ich bin bereit. Okay, noch eine kurze Frage. Dürfen wir das Gebaute abbauen oder dürfen wir es nur upgraden? Ich würde sagen, man darf es nur upgraden. Okay. Also die Regelung ist, du darfst nur Blöcke dazu bauen. Okay, ja gut. Okay. Aber nicht extra schlecht jetzt. Also ich gehe jetzt nicht nur einen Haufen hinbauen. Okay, da mache ich mir ganz kurz Gedanken. Ich starte den Timer und dann sage ich dir Bescheid. So, Timer ist bereit. Bist du auch bereit? Ich bin auch bereit. 3, 2, 1, go. 5 Minuten für uns beide. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich darf jetzt ja gar nicht so sagen, was ich hier direkt baue, ne? Das ist ja eher das Problem. Das stimmt. Also ich darf es ja gar nicht so groß machen eigentlich, ne? Okay, vielleicht mache ich es dann doch ein bisschen anders. Oh, ich hatte eine Idee, Leute. Ich wollte eigentlich eine Zeltbase bauen. Ich glaube aber, ich gehe die jetzt anders machen. Ich mache eine interessante Form rein für dich. So. Ich bin sehr gespannt. Komm, okay, wir nehmen nochmal einen anderen Dings. Dass man beim Upgraden nur Blöcke hinzufügen darf. Es wird echt schwierig, die Base von jeweils anderen dann zu upgraden. Das stimmt. Das wird lustig. Ja, also wie gesagt, ich wollte eine Zeltbase bauen, weil da hinten ein Zelt steht. Ich weiß jetzt nicht so ganz, inwiefern das jetzt hier mir gelingt. Ich mache es dir natürlich schwierig. Du musst dann, hast ja auch nur 10 Minuten Zeit, das sozusagen zu vervollständigen, musst du wissen. Stimmt, ja, ja. So, ich mache dir natürlich sowas wie, ja, Eingänge und sowas können wir natürlich dann trotzdem noch einfügen letztendlich. Ja. So, ich mache dir dann mal hier ein bisschen schwieriger das Ganze. Dann haben wir das vielleicht so. Oh Gott, 5 Minuten ist ja echt nicht so viel, ne? Wir müssen uns echt ein bisschen beeilen insgesamt. Ja, okay. Oh Mann, ich weiß nicht. Ich will ja auch nicht so ultra random was bauen. Weißt du, was ich meine? Oh Gott. Ja, komm, wir machen das mal ein bisschen größer hier. Wir machen das mal ein bisschen größer. Ja, ich mache dir vielleicht hier so einen guten Anfang. Das ist auf jeden Fall... Ja, also es wird jetzt nicht, sieht eigentlich ganz schön aus bei mir, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht so ganz. Ich hoffe... Bei mir sieht's absolut nicht schön aus. Nein! Oha, warum? Dass es für dich hier relativ schwierig ist, die Base schön zu upgraden. Oha, okay, dann war ich auch hässlich. Hey! Ja, wenn hier so Sachen ausgefahren werden, nö. Ich mache hier meins richtig schön. Also, so gut wie es geht schön. Ja, ich versuche es ja. Also, man muss es ja trotzdem upgraden können überhaupt, ne? Also deswegen... Oh, stimmt. Kannst du meine überhaupt upgraden? Es ist echt ein bisschen schwierig, meine zu upgraden. Deswegen. Also ich weiß ja nicht so ganz. Da mache ich jetzt hier noch ein paar Dinge rein, dass du auch ein bisschen Zeit damit verschwendest, natürlich Dinge auszubessern, die man hier ausbessern kann. Oh, wie viel Zeit haben wir noch? Ich guck mal ganz kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt noch 2 Minuten. Oh, what? What? Nein, meine Base ist ja absolut nicht eingerichtet. Meine auch nicht. Oh. Okay, ich habe noch eine ganz lustige Idee, Leute. Ich habe noch eine sehr lustige Idee. Ist zu wenig. Auf jeden Fall. Ich werde nämlich hier noch so einen Mast hinstellen. Was? Wir haben uns jetzt übrigens darauf geeinigt, dass man doch die Blöcke austauschen kann, weil sonst wird es einfach zu schwierig. Also da kann dann irgendwas anderes stehen sozusagen. So, Inneneinrichtung lasse ich jetzt mal außen weg. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Epic halt hier den Boden, wo ich halt nichts gemacht habe, natürlich austauschen kann, wie er möchte. Aber ja, wir werden schon sehen, wie wir das meinen, denke ich mal. So, dann werde ich hier noch ein paar... Oh, ich habe eine gute Idee. Ich setze ein paar Bäume hin. Oh, oh. So, und dann können wir hier nochmal ein Wasser dran setzen eventuell.
hier und hier. Und machen hier nochmal so einen kleinen See hin. So, und dann kommt da noch ein Lilypad drauf. Wie lange haben wir noch? 5 Sekunden! Oh, oh, nein, 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 das Lilypad noch, das Lilypad noch, das Lilypad noch. Und, Moment mal, hört ihr den Timer? Bisschen, ist sehr leise, ne? Es ist sehr leise, auf jeden Fall ist der Timer. Stopp! Okay, Epic, alles weglegen. Was ja, war's? Ja, ja. Ja, das sieht interessant aus, muss ich sagen. Du kannst jetzt mal zu mir rüberkommen. Du kannst ich jetzt erstmal das anschauen, was du upgraden wirst. Und ich drehe mich um. Okay. Du kannst das in 10 Minuten upgraden zu einer coolen Base. Ja, ich hab schon eine kleine Idee, wie ich das upgraden werde. Es ist auf jeden Fall machbar, glaube ich, hier. Ja, ja, ja. Okay, also auf jeden Fall machbar. Ein bisschen anders aus. Doch nein, bei dir sieht es wahrscheinlich viel schlimmer aus, ne? Du hast richtig einfach mit Erde das dahin gebaut, ne? Das hast du getan. Ich weiß, dass du das getan hast. Du kannst dich umdrehen. Oh, what? Okay, 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 also, oh. Du hast schon eine grundsätzliche Form auf jeden Fall. Ja. Und kannst die natürlich upgraden und verbessern und richtig machen. Okay, du hast es auf jeden Fall ein bisschen ein anders gebaut Hinweise als ich. Ein paar kleine Hinweise hast du schon drumherum auch ein bisschen vielleicht. Ja, natürlich. Das bedeutet also, nochmal ganz kurz die Regeln. Wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, das andere vom jeweils anderen sozusagen abzugraden. Ja. Wir dürfen Blöcke natürlich dazu machen. Also wir dürfen die Blöcke austauschen und wir könnten das noch ein bisschen abändern, so. Genau, austauschen und dazu bauen, ja. Okay, das bedeutet, wir speichern uns jetzt ganz kurz die Fortschritte, Leute. Und dann haben wir Zeit, 10 Minuten das zu upgraden. So, wir haben jetzt beides kopiert nochmal und nebeneinander eingefügt. Wir werden jeweils hier das Nähere an der Grenze sozusagen upgraden. Das heißt, ich upgrade das, der Epic upgradet das. Wir haben 10 Minuten Zeit. Ja. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Hier, oh mein Gott, ich hänge ein bisschen fest. 10 Minuten ab jetzt. Okay, das bedeutet, ich werde hier jetzt erstmal, es wird alles sicher sein. Also es wird eine sichere Base. Das heißt, ich werde hier jetzt erstmal, oh nein, ich werde jetzt hier erstmal das hier alles sozusagen, ich möchte dein, wie soll ich sagen, ja so deine Art auf jeden Fall beibehalten, dass es was Sicheres wird in dem Sinne. Das heißt, ich mache jetzt hier überall erstmal hier diese... Oh nein, hier kann ich die nicht hinplatzieren. Na gut, okay. Ja, dann machen wir das vielleicht... Oh nein, wir haben hier so wenig Platz. Oh, diese Dinger so hinzumachen, das dauert 100 Jahre, ne? Diese komischen Absperrungen hier. Ah, oh, ja, 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 das stimmt. Das dauert ja Ewigkeiten. Okay, ich darf nur oh Gott, ich backe! Und neu platzieren. Genau, also eigentlich, oh, das ja. ist aber schwer. Kann ich hier... Ah, hier kann ich sowas platzieren. Okay, die Grundidee kann man ja schon ändern, natürlich, sozusagen. Aber nichts halt komplett wegmachen. Das ist halt ja. das Ding. Genau. Dann sozusagen... Ah, nichts komplett wegmachen. Ja, gut. Es muss immer ersetzt werden. Ja, genau. Okay. Ja gut, dann hier, dann muss ich hier auf jeden Fall noch was hinsetzen. Ich muss auch bei manchen Sachen ein bisschen schummeln. Dass ja, es ja, auf jeden Fall. Ich kann hier leider... Was, die Erde, warum hast du das alles aus Sponge gebaut hier? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist, alles austauschen mit Gras einfach. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt hätten wir überall das. Die Beacons werde ich wahrscheinlich austauschen, denke ich mal. Ja, man hat jetzt hier den Weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wie mache ich das denn jetzt am besten? Was ist denn hier ein sicheres, nices Blöckchen? Machen wir es aus Stone Bricks. Ich finde Stone Bricks immer ganz nice. Stone Bricks und machen wir mal wirklich einfach Holz. So, soll ich mal gucken, wie lange wir schon hier gebraucht haben? Wir haben noch 7 Minuten und 55 Sekunden. Oh, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Wie weit bist du? Wie machst du das? Ich habe jetzt alles ausgetauscht, was ich austauschen will. Und jetzt werde ich nur noch dazu bauen. Ah, okay, das ist cool. So, ich werde auch wahrscheinlich Betten noch austauschen. Das heißt, hier kommen Betten hin. Okay, dann machen wir hier mal einfach... Ja, blaue Betten vielleicht ein bisschen schöner hin. Hier und hier. Ich tausche den aus gegen, Moment, einen Nachttisch. Sozusagen hier. Die Kiste, da mache ich vielleicht, weiß ich nicht, so hin. Oh, du hast mir mit den Barrikaden hier schon ein bisschen das schwierig gemacht. Kannst du die auch austauschen vielleicht? Ja, aber die Barrikaden, was sollen denn da hin? Also die Barrikaden in dem Sinne von innen drinne. Hast du... Ah, vielleicht Bilder an die Wand oder sowas? Boah, das ist sehr schwierig. Ja, vielleicht. Muss ich mir mal anschauen. Oder so. Fenster? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das weiß ich noch nicht so ganz. Keine Ahnung, wie ich das machen werde. So, hier. Dann machen wir erstmal das hier überall hin. Ich tausche jetzt erstmal hier komplett diese Erde aus, Leute. Du hast es mir auf jeden Fall schwieriger gemacht, als ich es dir. Definitiv. Außer mein komisches Windrad. Da weiß ich nicht so ganz, was du da hinbauen wirst. Ja, da kannst du dich überraschen lassen. Da bin ich gerade dran. Na, machst du ein Windrad raus?
Oder? Nein. Ah, ein Mast? Keine Ahnung. Ja, lass dich überraschen. Na gut, okay, ich bin gespannt. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 5 Minuten und 50 Sekunden. Ich gucke jetzt mal nach Bildern. Painting heißt es ja, ne? Painting, genau. Ja. Oh nee. Das heißt, ich müsste dann hier sozusagen, wir hätten jetzt hier sozusagen Bilder. Hier und hier. Ja, ich denke, ich mache das wirklich so. Oh mein Gott, wie das aussieht. Und dann hier. Oh, das ist viel zu groß. Das ist so groß. Das ist zu groß. Das ist okay und das ist zu groß. Ich brauche 100 Jahre, bis ich hier was mache. Ah, das ist auch super. Okay, dann machen wir die hier noch weg. Oh mein Gott, ich bin noch ein bisschen... ich brauche auf jeden Fall ein bisschen noch eigentlich. Bei mir sieht schon ganz gut aus insgesamt. Ich habe vergessen, wie das hier ist. Oh nein, oh nein, oh nein, ich muss beim anderen gucken. Wie viele sind da? Zwei jeweils. Okay, das heißt, hier müssten auch... Finden wir hier so ein Zweierbild vielleicht? Los, bitte, ein Zweierbild. Ja, perfekt. Okay, dann hätten wir hier noch ein Zweierbild eventuell. Es sind sehr viele... Ich höre Turrets bei dir. Ja. Aber. Wie lange haben wir denn noch Zeit? Wir haben noch 3 Minuten und 37 Sekunden. Oh nee, und hier ist überall noch... Oh nein, okay, ich muss hier noch auf jeden Fall das austauschen. Zack und zack. So, was machen wir als Dings? Wir nehmen Glas. Ich glaube, Glas ist ganz cool. Vielleicht so ein graues Glas. Ich glaube, das sieht ganz nice aus. So ein stärkeres sozusagen. Und das nehmen wir jetzt einfach als Lückenfüller für unser Dach. Wir haben insgesamt noch 2 Minuten und 45 Sekunden Zeit. Wie sieht's aus bei dir zeitlich? Sehr gut eigentlich. Echt? Ja, ich bin gut in der Zeit. Ich mache hier noch kleine Zusätze. Also ich muss sagen... Die Base sieht richtig da cool hier geupgradet aus. Ja, bei mir sieht es eigentlich auch ganz nice aus. Ich habe halt ultra lange an hier an dem Ganzen gebraucht mit dem, ne? Also hier mit den Bildern. Das hat schon lange gedauert, muss ich sagen. Machen wir mal hier das noch so hin vielleicht. Hier so. Also ein Unterschied ist auf jeden Fall bemerkbar, würde ich sagen. Vielleicht machen wir jetzt noch hier da was anderes hin. Oder wir machen da Lava hin vielleicht. Ich glaube, das ist ganz cool. Machen wir hier Lava hin? Machen wir einen Lavasee? Lavagraben? Weiß ich nicht. Habe ich nicht genügend Zeit für, oder? 2 Minuten. Ich muss beeilen, ich muss beeilen. Und mein Zeitplanungsdingchen ist okay. Also Gras und sowas habe ich jetzt teilweise mal weggemacht. Da weiß ich jetzt nicht so ganz, ob ich das jetzt 100% hier... Ja, ich habe, glaube ich, auch ein bisschen Gras. Da ist auch noch eine Tür! Du hast ja 2 Türen! Ja, hä? 2 Stück nebeneinander. Ja, ich habe es jetzt erst gemerkt. Oh, Gott sei Dank habe ich das gerade gesehen noch. Oh mein Gott. Was machen? Wie viel Zeit haben wir noch? Wenig. Nee, gib noch ein bisschen mehr Zeit. Wenig haben wir Zeit. Ich habe auch innen drin fast nichts geändert, muss ich sagen. Also, oh, ich habe einiges bei dir geändert innen drin. Ich guck mal. Ich muss jetzt eigentlich auch Inneneinrichtungen mal ein bisschen machen. Oh mein Gott, ich habe keine Inneneinrichtungen gemacht. Hier sind überall Dings von dir. Das gibt's doch nicht. Hier sind überall Bilder. Das kommt hier da noch hin. Und ein bisschen Carpet. Das kommt noch hier hin. Hier, schön. Ja, das sieht auch viel besser aus schon mal. Oh. Ich kann, glaube ich, nichts mehr ändern. Ich glaube, das war es bei mir. Bei mir ist tip-top. Also, ich glaube... Ja, ich habe es auf jeden Fall besser gemacht. Und Timer ist zu Ende. Ich muss sagen, mein Ding brennt hier ein bisschen, aber das ist halt so. Okay, das heißt... Willst du erstmal zu mir rüberkommen und deine verbesserte Base ansehen? Ich komme rüber insgesamt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich bin sehr gespannt. Also vielleicht, du kannst dich direkt mal umdrehen. Du hast jetzt ja auch direkt den direkten Vergleich. Oh, wie cool. Ich habe sie auf jeden Fall so belassen wie du eigentlich. Viele Sachen habe ich jetzt nicht geändert, wie zum Beispiel die Laser, weil das hätte sich nicht gelohnt. Aber von innen und von außen habe ich eigentlich... Das ist echt cool. Aber guck mal, von innen. Das ist so fies von innen. Stimmt, die ganzen Bilder. Weil hier überall diese Holzpatterns waren sozusagen. Was hätte ich machen sollen, ne? Also ich muss sagen, deine geupgraded Base gefällt mir schon besser als die Base, die ich geupgradet habe von dir. Echt? Ja. Oh nein. Oh, du hast die einfach... Okay, du hast die weggemacht. Okay. Ja, aber ich habe Lava hingemacht. Also es ist alles noch da sozusagen, wie bei dir. Nur verbessert oder anders gemacht sozusagen. Sehr okay, cool. 10 Minuten. Du hattest auch 10 Minuten Zeit. Ich gucke mir jetzt mal deins an. Ich glaube, ich glaub erstmal ganz rechts zu mir. Nach vorne. Okay. Oh mein Gott. Die steht hier schon weg. Okay, ich gucke mir jetzt erstmal mal mein altes an. Also Leute, das ist mein altes. Sichtfeld ist da. Und wir haben jetzt hier die verbesserte Version vom Epic. Was ist das denn? Oh mein Gott.
Hä, das sieht doch voll nice aus. Dankeschön. Oha, mit dem Glas und allem. Das sieht richtig schön aus. Das ist ja auf jeden Fall ein Dach noch oben drauf gesetzt, dass das Quarz belassen. Ich habe das Wasser ersetzt insgesamt. Du hast das sehr cool gemacht. Türme gebaut daraus. Ja, ja, die Türme sehen, finde ich, sehr cool aus. Oha. Oh, richtig nice. Dann habe ich den ganzen Sponge ersetzt außenrum. Mit Stacheldraht zusammen. Stimmt, ja. Hier oben den Sponge muss ich natürlich auch so belassen. Den habe ich auch ersetzt, beziehungsweise dann auch alles dazu gebaut. Mhm. Den Boden habe ich komplett ausgetauscht. Das Wasser habe ich ausgetauscht. Der Baum steht noch. Ja, okay. Baum habe ich auch gelassen. Ja, also am meisten hatte ich eigentlich Angst, dass du daraus machst. Und ich glaube, das sieht eigentlich echt gut aus, muss ich sagen. Dankeschön. Und was auch sehr, sehr, sehr gut ist, wenn ihr seht, das Wasser wird einfach mit ein paar Leitern ausgetauscht. Ja. Und das ist wirklich ein Detail, was ich sagen muss, hast du sehr gut gemacht. Und vor allen Dingen, dass du auch den komischen... Ach, dass du das hier irgendwie weiterverwenden konntest. Ja, genau, das war die Spitze hier, diese Spitze, die etwas höher war, die du da gebaut hast, ist das hier. Ja. Ja, hab alles zugelassen. Das eine, was höher war, ist das Voll hier. Voll gut. Ja. Also Leute, wir haben hier den direkten Vergleich, die beiden geupgradeten Basen sehen auf jeden Fall um einiges besser aus als die 5-Minuten-Basen von uns sozusagen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welches Upgrade fandet ihr am besten und warum. Man muss natürlich sagen, bei dir sieht es ein bisschen pompöser aus, weil einfach ich höher gebaut habe, glaube ich. Stimmt, ja. Aber mir gefällt es echt gut, muss ich sagen. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.